Hallo und willkommen zurück zu The Council. Ja, Kapitel 4 ist da. Vorletztes Kapitel und wir können erstmal was lesen. Ich habe natürlich wieder mal keine Ahnung, was ich noch hier leveln will, aber ich glaube, ich habe gar nicht so viel Auswahl. Wie viele Bücher darf ich auswählen? Ablenkung, Logik. Ach, ich kann eh nur die beiden. Hier habe ich jeweils ein Manuskript verpasst, so wie es aussieht. Ja, wir haben in der letzten Folge das Rätsel, genau dieses hier. I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions, and then, without even realizing it, I became lost. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? No. I am Emily. You are wasting your time. Louis knows very well how to tell us apart. Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't answering. Louis, you really must learn to conceal your weaknesses better, if you don't want your foes to use them against you. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. It is the natural order of things, Monsieur de Richer. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. History forgets them with a disconcerting facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. Ja, ich mache gleich noch eine kurze Zusammenfassung, sobald es hier vorbei ist. Ich traue mich noch nicht, was zu sagen, denn sobald der Ladebalken fertig ist, geht es bestimmt direkt mit einem Gespräch weiter. Naja, fast. Aber ich denke, bevor wir uns das hier angucken, möchte ich noch mal kurz zusammenfassen. Denn es ist wieder 2 Monate her, und nicht jeder hat die Ereignisse noch so gut im Kopf, was alles passiert ist. Die wesentlichen Punkte. Es gibt hier wohl 2 Dämonen, die ihr Unwesen treiben, die Leute besessen, ja, oder besessen machen können, also die von Leuten Besitz ergreifen können. Das heißt, wenn wir mit Leuten sprechen, können wir nicht sicher sein, sind diese Personen vielleicht gerade von einem Dämonen besessen. Zum Beispiel könnte lange Jahre Lord Mortimer besessen gewesen sein oder immer eine neue Person. Lord Mortimer war vielleicht immer eine neue Person und dadurch, dass sie besessen war, hat sie dann aber dieselbe Handschrift gehabt oder wie auch immer. Jedenfalls müssen wir aufpassen, mit wem wir so reden. Wir haben die Schwester von Emily Hillsborough getroffen, Emma Hillsborough. Und es gab einen Streit zwischen den beiden Schwestern und wir haben vermutlich, also wir glauben es zumindest, Emma Hillsborough erschossen und die eigentliche Emily Hillsborough lebt halt noch. Jacques Peru hat sich erschossen. Wir konnten es nicht verhindern. Ich habe inzwischen erfahren, man hätte es verhindern können. Ich habe es leider nicht geschafft. Es gab eine große Konferenz. In der Konferenz wurde beschlossen oder dann wurde der Antrag gestellt, dass Spanien komplett auf einen Teil von Nordamerika verzichtet und das an Frankreich gibt und später soll das dann an die Vereinigten Staaten von Amerika übergehen. Das ist aber eventuell nur ein Scheindeal. In Wirklichkeit gibt es vielleicht noch eine andere Verhandlung, was hier noch passieren soll. Denn über allem schwebt hier ein geheimes Buch, mit dem die ganze Geschichte angefangen hat. Ein Buch der Alchemie, wer weiß, was man damit für Unheil anrichten kann. Wir kommen der Lösung jetzt ein bisschen näher. Wir sind jetzt hier in der Krypta gewesen. Letzte Folge haben da ein sehr schwieriges Rätsel gelöst. Also schwierig für die Zeit, für die damaligen Verhältnisse. Jetzt nicht so schwierig,
als Spieler, dass es unlösbar war, aber ich habe, weil ich halt nicht so gut in Rätseln bin, schon ein bisschen lange gebraucht. Der Erspauer dieses Rätsels, der hängt übrigens ja noch als Skelett oben im Arbeitszimmer von Lord Mortimer, wo wir ja auch noch herausgefunden haben, dass Lord Mortimer die gesamten Weltgeschicke lenkt und so weiter. Gregory Holmes ist noch ein bisschen undurchsichtig, da wissen wir noch gar nicht, was wir von ihm halten sollen, ob der vielleicht auch von einem Dämonen besessen ist, ob das vielleicht im Hintergrund der wahre Übeltäter ist. Jedenfalls haben wir uns auf die Seite der Gegner des Abkommens geschlagen. Wir wollen nicht mit Lord Mortimer zusammenarbeiten und momentan will auch kaum jemand mit Lord Mortimer zusammenarbeiten. Gut, genug der Rederei. Schauen wir mal, was sich hier hinter dieser Tür so Schützenswertes verbirgt. Auf jeden Fall eine richtige große Höhle. Wir sind ja auf einer Insel, da kann es durchaus gut sein, dass es hier auch Höhlen gibt. Und hier ist richtig was... Where are we? I don't know, but we better not hang around. Hier ist richtig was eingearbeitet. Und das kann ja sein, dass das hier schon seit 1000 Jahren oder so erbaut wird. Denn Lord Mortimer bzw. oder seine Vorgänger sind halt schon sehr alt. Wir sollten auf der Hut sein. Kostet mich was? 2 Punkte. Nee, wir sollen nicht auf der Hut sein. Was hast du denn geglaubt, hier vorzufinden? Do you know what we're looking for? We have to find that weapon. What do you know about the Holy Lance, Louis? The what? The Lance of Longinus the Centurion. Ich erinnere mich. Yes. The Centurion that pierced the side of Christ with his lance. That weapon naturally became a holy relic. Exactly. Seriously? You don't really believe that fable, do you? Every fable is founded on true events. I'm not saying that everything adds up, but imagine if it really did exist. Very well. Now what? Well, now you know what you need to find. Pardon? I have to get to the wharf to prepare our departure. Let's get off this cursed island as quickly as we can. We shall come back when we are ready and armed. But hang on. Louis, let's first get to safety. We shall come back when we have the upper hand. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Hang on. At least tell me everything you know about this lance. But I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Hang on a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for this? Ja, ich will's schon wissen. I want to know, Mother. Why did you betray her? Listen, Louis. I don't think you've really understood my interest in the Al-Azif. It's not just simple curiosity about some old relic. You tried to kill her. And I had no choice, for crying out loud. It must not fall into the hands of the demons, or we are all doomed. Don't you see? Listen, I don't know exactly what it contains, but I prefer to be one step ahead. If they want it, there must be a reason. And even if I don't know what it is, I want to stop them for safety's sake, no matter what. Nothing will stop you if I understand correctly. Not enough, even... Louis. If you could see the extent of their power as I do, then you would understand what I'm saying. All right, we'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lance, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket, so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. And if I get caught? If they catch you in possession of the lance, we're all doomed. Do you understand? Perfectly. Good. And go talk to Piaggi. He's the one who probably knows the most about this. Ja, mal eben so eine Lanze unter dem Jackett verbergen, wird auch nicht ganz so einfach. Übrigens, eine Sache hatte ich gerade noch vergessen. Wir können nicht unbedingt davon ausgehen, oder nein, wir können es nicht ausschließen, dass auch unsere Mutter vielleicht von einem Dämon besessen ist. Denn Lord Mortimer, auch wenn er vielleicht der Bösewicht ist, man weiß es nicht,
hat ja mal gesagt, dass unsere Mutter sich im Verlauf der Zeit verändert hat. Vielleicht hat sie sich nur verändert, weil sie jetzt über das Buch was rausgefunden hat und das haben wollte oder irgendwie gegen die Dämonen vorgehen wollte und hat sich deshalb gegen Lord Mortimer gestellt. Aber vielleicht ist sie ja selbst besessen worden. Boah, das geht hier aber auch runter. Man muss ja auch bedenken, wir sind vom Anleger quasi so einen Hügel raufgegangen und dann im Anwesen gelandet. Und jetzt sind wir quasi im Keller des Anwesens, aber natürlich noch weit über Meeresspiegel. Man konnte ja auch vom Frühstückszimmer da prima eine Klippe runter gucken. Ja, Erdsternchen. Das Einzige, was ich brauche, ist Karmelitengeist. Ich habe ja echt viele Tipps gebraucht für das letzte Rätsel. Befrage Kardinal Piaggi zur Heiligen Lanze. Ja, ich will aber mich hier zumindest einmal umgucken. Also Piaggi wird ja nicht hier sein. Bei der Falle hätten wir vielleicht auch unsere Hand verlieren können, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat unsere Mutter da ihre Hand verloren. Was ist das? Well, here we can see this lance has a leaf shape, is gold rimmed, and a fish is engraved on the tip. Ah, alles klar, okay. Das heißt, es gibt verschiedene Lanzenformen und mit Symbolen und so weiter. Übrigens, der Fisch ist ja Zeichen für die Christen. Das könnte also schon zu der Heiligen Lanze passen, aber ich weiß gar nicht, ist das ein christliches Artefakt? Flavius Aetius. Nur wenn es umsonst ist, würde ich es machen. Ja, okay. Belesenheit. I remember. He was the Roman general who defeated Attila and his hordes in the terrible battle of the Catalonian plains. Flavius Aetius, the one they call the last of the Romans. He was assassinated by his own emperor, who was jealous of all his victories. But how did he end up here? Attila, der Hunne, wurde von Römern besiegt? Ich dachte, Attila wäre so ungefähr 1000 nach Christus gewesen und da wäre das Römische Reich schon untergegangen, aber ich kenne mich halt nicht so aus. This lance has got a blade in the shape of a spear. Its blade is an iron or steel, I think. I can make out a rising sun engraved on the tip. Also es sind ja auch alles nur Lanzenspitzen, die wir hier finden. Und deshalb kann man die natürlich dann auch gut unter dem Jackett verbergen. Wir werden ja hier nicht durch einen Metalldetektor laufen. Wahrscheinlich wird uns Kardinal Piaggi dann sagen können, aus welchem Material die Lanze gefertigt wurde oder so. This sarcophagus has been ravaged by time. It's sort of ageless, I guess. It's entirely sculpted. Nee. Noch nicht. Wenn wir später wiederkommen, können wir das gerne mal machen. Ach, Gelee Royal ist voll. Dann können wir mal eins nehmen. We can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. Oh. Also das mit dem Fisch klingt halt noch am wahrscheinlichsten, dass es eine der beiden Lanzen ist.
So, wo sind wir jetzt eigentlich hergekommen? Wir haben noch eine Karte, oder? Okay, das heißt, hier sind wir noch gar nicht gewesen. Take a look at this lance here. It has a very special leaf shape. It is copper rimmed and I can see a fish symbol engraved on the tip. Okay, also schon drei mit Fischen. Hier eine mit Kupfer. Kupfer hatten wir sonst glaube ich noch nicht. Jetzt kommt schon die fünfte. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of the Eye of Ra engraved on the tip. Mhm. Also ägyptisch. Und die sechste. Dann sind es bestimmt sieben, was? I can see this lance has a spear shape. It is copper rimmed. And it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. This lance has a leaf shape. It is copper rimmed. The symbol of the Christian fish is engraved on the tip. Mm-hmm. Sarcophagus of Lord Mortimer. Ja, von welchem? It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. Mit aller Kraft ist nicht so meine Sache. Ich will auch den Deckel nicht öffnen. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Na komm. Let's see what we can find here. Versuch's mal. Oh, it's far too heavy. I'm not gonna be able alleine to do it on schaffe my ich das nicht. Ja, wenn wir jetzt noch Jacques Peru auf unserer Seite hätten, aber nein. Und mit aller Kraft werde ich es jetzt auch nicht versuchen. Moment, was? Warum ist es jetzt auf? Ah, the sarcophagus of Lord Mortimer. Ein kleiner Bug. Also da können wir aber schon mal sehen, man kann das Ding öffnen. Was ist drin? Man sieht es nicht. Vielleicht hilft uns ja jemand. Oder sonst müssen wir das mit Karmelitengeist und aller Kraft machen, wo wir dann keine Fokuspunkte verbrauchen. So, sind wir jetzt mal wieder da. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir jetzt in dieser kleinen Ecke waren oder nicht. Ich glaube, wir waren hier. Naja, das war der ganz alte Sarkophag. So, da ist der Eingangsbereich und dann können wir gleich noch in die andere Richtung gehen.
Hier ist nichts, ne? So, hier ist der Eingang mit dem Rätsel. Ups. Amber Crystals. Ach, guck. Früher waren die ganz schön wichtig, diese Bernsteinstücke, aber jetzt mittlerweile kriegen wir unseren Fokus wahrscheinlich sowieso nicht mehr voll. This sarcophagus is engraved with the name of Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. Ach ja. Der Name sagt mir was. That was the Pope from the Middle Ages who inspired the Third Crusade. He gave the Roman people the power to elect their magistrates. This sarcophagus is beautifully made, but ancient. Stone is marked by the passage of time, but it's really well preserved. Ja, ich glaube, das bringt mir alles nichts, das jetzt zu untersuchen. Auch wenn es immer nur einen Punkt kostet, aber ein Punkt hier, ein Punkt da. This one has no name. I wonder who it was for. Okay, wahrscheinlich habe ich jetzt alle Gräber untersucht. Ein Punkt in Belesenheit. Bringt uns das nochmal irgendwie was? Wo war jetzt Belesenheit? Ach, oder ist das bei unserem Hauptding hier? Ja. Ja, das bringt uns nicht viel. Ja, vielleicht ist dieser Sarkophag ja für den jetzigen Lord Mortimer. Der ist ja auch schon alt. Okay, hier geht's nicht weiter. Gut, befragen wir Piaggi mal zu der heiligen Lanze von Longinus oder so ähnlich. Oder Notizen? Ja, ich muss die heilige Lanze finden. Ja, okay. Ja, ich komme da gleich bestimmt noch wieder durch. Ne? Oder will es einmal testen? Ja, es gibt da mal so einen harten Schnitt. The Bible must mean the lance which finally took the life of Christ. Oh, das kostet nichts. The Gospel of St. John is the most detailed on the subject of the crucifixion. When they came to Jesus and saw that he was dead already, they broke not his legs, but one of the soldiers with a shimmering lance pierced his side, and forthwith there came out blood and water, and he that saw it bore witness. And his record is true. And he knoweth that he saith true, that ye might believe. A shimmering lance? What is this telling me? Ah. Also, das ist die heilige Lanze, mit der gecheckt wurde, ob Jesus nach der Kreuzigung auch wirklich tot war. Medieval hermetic traditions evoked the idea of using noble materials for relics, which the monasteries often made themselves. In order to attract pilgrims. Mm-hmm. Of course, they had to inspire greatness. So here, we might think of gold, whereas a centurion could not have hoped for anything better than copper at the time. Ja. The true lance would not have been a luxurious weapon. Das haben wir alle bei Indiana Jones 3 gelernt.
dass die Reliquien nicht unbedingt kostbar aussehen. Deshalb hätte ich hier auch eher am ehesten auf das Kupferteil getippt. Die beiden, die so nebeneinander lagen. Also einmal gab es das ja noch in Blattform und einmal in Speerform. Und dann mit dem Fisch, das würde ich sagen, eine von den beiden wird es wohl sein. Über den Träger der Lanze nachdenken. Das war ja eben schon, dass es vielleicht ein Centurio war. Name of the Roman soldier who killed Christ never appears in the biblical canon. Yet, it is said that he was a centurion and was called Longinus. Ja, Centurion Longinus. Jetzt müsste man wissen, wie sahen denn römische Speere damals, achso, Lanzen damals aus. Es war wahrscheinlich eher ein Speer, ne? Also, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, es ist das Kupferteil mit dem Fisch, nein. Nein, eben nicht mit dem Fisch. Fisch ist ein christliches Symbol und der Centurio war ja ganz bestimmt kein Christ. Okay, hier liegen noch Sammlermünzen. War ich nicht gründlich genug letztes Mal oder... Sarah de Richets Kreuz. Das Kreuz, das meine Mutter verloren hat. Ja. Was bringt mir das? Es kann auch gut sein, dass es erst in diesem Kapitel überhaupt, oder seit diesem Kapitel hier liegt. Weil hier liegt noch so viel rum. Habe ich das alles übersehen? Naja, die Tränke, okay. Die hätte ich gar nicht mitnehmen können. Das Symbol hier noch was zu sagen, das kommt einfach nur vom Pavillon oben durch, ne? Das Licht. So, hier ist das Lager unserer Mutter. So, sag mir mal den Weg, wie ich nochmal zum Anwesen zurückkomme. Ah, hier schon mal nicht. Oder da hinten? Es gab ja so viele Glastüren, auch durch die man durchgehen konnte, aber nein. Hier nicht. Aber da. Das ging ja. Ich will mich zumindest noch mal kurz umgucken, ob hier noch irgendwas zugekommen ist oder ob hier Leute irgendwo stehen. Hier war das mit der Medusa, genau. So. Die Frage ist, Piaggi in seiner Bude. Okay, gehen wir mal hier lang. Vielleicht kommen wir auch in das Konferenzzimmer noch rein.
Hoch will ich noch nicht. Mache jetzt erstmal das Erdgeschoss zu Ende. Also hier. Aber ich glaube, die Sachen, die hier liegen, das kann ich alles nicht aufnehmen. Ich glaube, so viele negative Statusveränderungen kann man gar nicht kriegen, wie man hier mit den ganzen Goldelixieren beheben könnte. Oh, Karmelitengeist, das ist ja super. Wir eine dicke Probe einfach umsonst haben, die nun 6-7 Punkte kostet, egal. Ist ja wie ausgestorben hier. Oh, dann können wir noch mal schnabulieren. Honey, the remedy of the gods. No space left. I'll retrieve it later. Die Diener, die haben vielleicht einen neuen Dialog im neuen Kapitel, wer weiß. What can I do for you, sir? I am at your service day and night, sir. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Okay, nichts, was ich brauchen kann. Sind alles dieselben Dialoge noch. Das macht aber auch nichts. So, hier sind die ersten Leute. Washington. Das ist auch so ziemlich der Einzige, der immer noch die ganze Zeit an Lord Mortimer glaubt. Mysteriöse Notizen? Komplett. Das lag die ganze Zeit hier? Nein. Echt? Naja, sehr schön. Und er hat auch den größten Vorteil von dem Vorschlag, den Mortimer da gemacht hat. Naja, mal sehen. Good evening, Mr. President. Good evening. Das kostet nur ein. Ich will die Heilige Lanze aber gar nicht ansprechen. Ehrlich gesagt, kann ich wieder gehen, bitte? Es sei denn, es ist empfindlich gegen Befragung. Das glaube ich aber nicht. Man weiß es nicht. Ich könnte den einen Punkt mal ausgeben. Wenn er dagegen empfindlich ist, dann haben wir eine Schwäche von ihm aufgedeckt und wir kriegen den Punkt auch direkt wieder. Und wenn nicht, dann kriegen wir vielleicht trotzdem eine halbwegs vernünftige Information. I'm back on the trail of my mother again. I don't have time to explain, but would you know anything about the Holy Lance? That's good news. But be careful, Louis. You might end up getting noticed. Do you know anything or not? No, I regret I don't. But why not ask von Wallner? Theology is his field, after all. That's an idea. In that case, I'll try and find him. You are keeping up the good work, I see. But I'm telling you, keep your guard up. Everyone is rather on edge right now. You're right. Thanks for everything, Mr. President. See you later. Ja, mit von Wöllner würde ich auch ungern über diese Heilige Lanze sprechen.
Weil wenn ich ihn frage, dann muss ich ihm ja auch irgendwelche, oder allein durch meine Frage gebe ich ja schon ihm Informationen, dass ich an dem Ding interessiert bin und so. Naja, ein Punkt verschwendet. Also dass Washington nichts drüber weiß, hatte ich mir schon gedacht. Noch mehr Gelee Royal. Also hier kann ich unmöglich eins übersehen haben. Ist das jetzt dazu gekommen in diesem Kapitel? I couldn't have hoped for better. Oder vielleicht. Ah ne, hier noch eins. Und ich glaube, die haben hier nochmal ein bisschen was verteilt, die Entwickler. Gleich brauche ich Goldelixier, genau. Aber Goldelixier, wie gesagt, das gibt es ja hier. Wie Sand am Meer. So, hier hätte ich noch ein bisschen mit Piaggi gerechnet. Hier steht er öfter mal. Ach, da hinten diesmal. Oh, ich würde mich da jetzt nicht so hinstellen. Wahnsinn, ey. Your Eminence, would you have a moment to spare? Not now, Louis. Please, leave me alone. I beg your pardon? I want to be alone. Very well. I'm only searching for information about the Lance of Longinus, the soldier. If you could... You are not listening to me. You are playing with fire. I heard you speak to Mr. von Vollner about it, and I was wondering if you could tell me something about it. That was a private conversation. How could I have known that he was listening to us? I see what you mean. Louis, don't push it. Leave while you still can. Your Eminence, are you all right? Your Eminence, are you with me? Can you turn around, please? What do you want to know about the Holy Lance, Louis? Your Eminence, turn around. This is the weapon used by a Roman centurion on the very day Christ was nailed to the cross. Look at me. Longinus thrust his lance in the right side of Jesus. Please. As you wish. His nose is bleeding. So you are looking for the Holy Lance of Longinus, are you? Ich würde am liebsten, bin nur neugierig, kostenlos. No, I was wondering about it myself. Oh, Louis, it's even worse than I thought. I believe you when you say you've only come to find out more. But in that case, it means that Sarah didn't even tell you the point of it all. Because, believe me, you are looking for it. You are looking for the lance. You should know, you are not the only one. Lord Mortimer has spent a good part of his life and his fortune trying to find it. Never will he let you have it. But tell me, before going any further... Ja, das machen wir gleich. Muss mal irgendwas loswerden. Er hat auch Nasenbluten und wir haben Nasenbluten, wenn wir diese komischen Visionen haben. Und er wollte nicht mit uns sprechen, obwohl er uns eigentlich mag. Kann das sein, dass Piaggi jetzt irgendwie vom Dämonen besessen ist oder dass wir auch manchmal vom Dämonen besessen sind? Ich weiß es nicht. Es ist alles noch so verwirrend. Und jetzt haben wir wieder eine Frage, wo wir wenig Zeit haben. Spoken to anyone else about this? Wir haben genug Punkte, komm. No, Your Eminence. I thought you'd be the only one able to. Nein! Your words lack conviction, Louis. If I'm asking you all these things, it's for your own good, you know. You have no reason to lie to me. Imagine you find it, which I don't doubt, given how resolute you are when you've got something on your mind. Then what? What are you going to use the lance for, exactly?
Mich schützen, Logik. Hat er ein PRG? Befragung, Manipulation. Und noch eine weitere Schwäche wird er wohl nicht haben, wohl eher noch eine Immunität. I need it. Why? You won't understand. Try me, Louis. I need to protect myself with it. Louis, I thank you for your sincerity. I shall answer you about Longinus. You deserve to be told. His spearheaded lance did indeed pierce the side of the Messiah. Also Speerform. His blood gushed out, covering the head of the lance. Blut an der Spitze. Covered in the blood of Christ. Thank you, Your Eminence. You are welcome. Be careful, Louis. You are on a perilous path. Don't follow Sarah's demons, my boy. Don't delve too deeply into her delusions, or you won't be able to come back. The demons that she is frantically trying to drive away are in her own mind. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass es die Dämonen gar nicht gibt, dass Sarah de Richer, also unsere Mutter, sich die nur einbildet. Sie hat ja auch bei Elizabeth Adams lange so einen Exorzismus betrieben. Oh, und zum Glück haben wir jetzt in der letzten Antwort Piaggi nicht gesagt, da habe ich so ein bisschen gezögert, soll ich ihm jetzt von den Dämonen erzählen oder so, ich wollte es aber nicht. Jedenfalls die Befragung geschafft, alles super, Informationen bekommen. Speerförmige Lanze, Kupfer, Blut an der Spitze, also wenn da noch Blut dran ist, hoffe ich mal. Wir wissen jetzt nicht, ob da noch ein Symbol eingraviert ist. Take good care of yourself. God keep you. Mal sehen, steht das jetzt in unseren Notizen? Suche weitere Hinweise oder Esoterik-Spezialisten. Heilige Texte. Okay, heilige Texte haben wir gelesen. Okay, jetzt also doch nicht Speerform, sondern Saufeder und Kupfer. Also Kupfer, Saufeder. Naja, ich will sowieso ja noch mit allen Leuten sprechen. Aber wahrscheinlich kann ich mit allen nur wie die Lanze sprechen. Und das wird dann punktetechnisch ein bisschen teuer. Gehe ich hier gerade richtig? Ja, wenn ich nochmal in diese Bibliothek will. Nur mal schauen, ob da jetzt auch was zugefügt wurde in diesem Kapitel. Also vielleicht wurde auch nicht zugefügt und ich habe die Gelee Royals damals einfach nicht gebraucht und die lagen dann hier einfach nur so rum. Auch genau dieses eine Buch, ich bin ja neugierig, unsere Mutter. Atreus, the Miller Brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Das noch eine Rolle spielt, also es liegt hier so prominent, ich denke es wird noch eine Rolle spielen. Okay, jetzt brauchen wir hier nicht weitergehen. Wird es was nützen? Ja doch, ich ist ein bisschen kürzer. Wenn ich jetzt hier weitergehe, dann gleich die Treppe hoch. Hier im Erdgeschoss ist ja sonst niemand mehr. Es sind ja auch weniger Leute geworden. Also Peru ist nicht mehr da. Elizabeth Adams ist nicht mehr da. Emma Hillsborough ist nicht mehr da.